Lieben und willkommen zu meinem neuesten Video. Im heutigen Video geht es wieder rund ums Thema Baby und zwar Baby-Erstausstattung und Zubehör. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch einfach, was ich da so gekauft habe und vielleicht ist da ja für den einen oder anderen was Interessantes dabei. Ich habe natürlich ein paar Sachen, die etwas größer sind, was ich jetzt nicht so direkt bei mir habe und herzeigen kann. Da werde ich dann immer Foto einblenden und ich habe eigentlich das meiste online gekauft, beziehungsweise gibt es auch online. Ich weiß von allem nicht mehr die Preise auswendig und manche Sachen haben wir auch quasi geschenkt bekommen. Deswegen werde ich euch einfach alles unter der Infobox auflisten und auch verlinken, falls es die Sachen noch gibt, was ich aber schon stark annehme, weil die meisten sind von Amazon. Falls jemand Interesse hat von euch, könnt ihr das nämlich dann direkt nachshoppen. Bevor ich aber mit den ganzen Erstausstattungsdingen starte, muss ich euch noch kurz was zeigen, weil ich war gestern nämlich shoppen. Also wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich vor ein paar Tagen, aber die Sachen sind auf alle Fälle noch aktuell. Drum wollte ich die jetzt unbedingt noch herzeigen. Und zwar habe ich zwei Bodies vom C&A gekauft und ein Höschen vom Baby One. Und zwar wäre das einer von den Bodies, so ein gelber mit so einem ursüßen Hund drauf. Da steht oben, you make me so happy und ich habe das einfach ursüß gefunden. Und das war in dieser Wühlabteilung vom C&A und der hat 3,99 gekostet. Genauso wie der zweite und zwar mit dem Häschen in Blau. Es war dann aber noch ein Gutschein involviert, deswegen habe ich jeweils 80 Cent noch weniger zahlt, aber 3,99 sind auch schon unschlagbar, finde ich, für ein Body. Dann wollte ich unbedingt noch für die Kleine in einer kleineren Größe noch, weil die Bodies sind schon in 68, eine neutrale Hose. Ich habe schon mehrere Hosen für sie in der Größe, allerdings sind die eher bunt oder haben Streifen, Punkte, Dreiecke oder irgend sowas oben und ich wollte halt wirklich eine neutrale Hose und dann haben wir die da entdeckt, beziehungsweise meine beste Freundin hat die entdeckt, ich hätte die gar nicht gesehen. Die hat unten an die Beine nur so rüschenartig den Bund und da vorne hat es eine kleine, ganz neutrale Masche. Finde ich jetzt auch nicht schlimm und das ist so ein bisschen gerippt. Die hat 10 Euro gekostet und ich finde, die schaut auch ein bisschen größer aus als 56. Die würde dann wahrscheinlich auch länger passen, hoffentlich. Ich bin auf jeden Fall beruhigt, dass ich jetzt noch eine neutrale Hose habe. So, dann machen wir jetzt weiter mit dem eigentlichen Video. Ich werde jetzt auch gleich mit dem größten Teil, was ich euch nicht zeigen kann, anfangen und zwar im Kinderwagen. Wir haben einen Kinderwagen von der Marke Moon und zwar ist es der Nuova Air. Das war ein dreiteiliges Set, das besteht eben aus dem Gestell selbst. Dann ist da noch die Babywanne dabei und ein Sportsitz. Und den haben wir beim Baby One gekauft. Ich habe mich letztendlich für den entschieden, weil der ziemlich gute Reifen hat, finde ich. Das sind nämlich Luftreifen. Und mir ist eben gesagt worden, dass Luftreifen mitunter am gescheitersten sind, wenn man halt auch ein bisschen im Gelände, sage ich jetzt einmal, fahren möchte, also Schotter und dergleichen. Das wird definitiv bei uns auch der Fall sein, drum haben wir das besonders wichtig und ich habe auch sehr viel im Internet geschaut. Ich habe mir auch angeschaut, ob es irgendwo einen guten gebrauchten Kinderwagen gibt. Letztendlich habe ich mich dann aber für den neuen entschieden, der war damals auch in Aktion. Zwar ist nicht so sonderlich viel, aber egal. Der war nämlich, glaube ich, in Aktion um 600 Euro oder so. Wir haben die Farbe Anthrazit, finde ich wirklich sehr schön. Das Einzige, was da nicht dabei war, ist Zubehör, sage ich jetzt einmal. Regenschutz oder Sonnenschutz oder sowas. Oder eben die Wickeltasche ist leider nicht dabei gewesen. Bei der Wickeltasche habe ich das schon schade gefunden, weil ich war am Anfang gar nicht sicher, ob der Wickeltasche so richtig drauf geht. Passt aber drauf. Und da habe ich eine auf Amazon gefunden, die mir wirklich sehr gefallen hat. Und zwar wäre das die da. Die geht sich gerade so im Bild aus. Habe ich aber wirklich sehr schön gefunden, von der Farbe als auch vom Innenleben her. Die ist von der Marke Dickelson. Wenn man das so ausspricht, ich bin mir nicht sicher. So würde man es auf jeden Fall schreiben. Und ich habe die echt sehr cool gefunden, weil die extrem viele Fächer hat. Die hat auch so eine Vorrichtung, wo du es dann auf dem Kinderwagen hängen kannst. Das ist nämlich bei meinem leider nicht dabei gewesen. Also da habe ich mal so gebraucht, aber nur so Haken gekauft. Ich werde auch gerne ein Foto einblenden, damit ihr wisst, was ich meine. Aber die sind jetzt schon unten am Kinderwagen dran. Und da kann man die einfach dann so einklipsen und dann passt die perfekt drauf. Und die hat da auf der Seite so ein riesiges Fach, genauso wie auf der anderen. Dann hat es hinten noch ein Fach mit Zip, vorne hat es ein Fach mit Zip und zusätzlich auch noch so einen Schnullerbehälter, sage ich jetzt mal. Man könnte auch Schlüssel reingeben, könnte man auch runtergeben und irgendwo anders aufhängen, aber ich werde es oben lassen wahrscheinlich. Ist dann auch eine Tasche, was zwei Henkel hat und nicht einen langen. Hätte aber zum Wechseln auch so einen Gurt dabei, was einfach nur über die Schulter geben kannst, aber ich werde wahrscheinlich das bei den beiden Henkeln belassen. Das Innenleben schaut dann wie folgt aus. Das ist nämlich wirklich riesig. Also da passt echt extrem viel rein. So ein kleines Fach mit Zip, Fläschchen oder ähnliches. Da drüben ist auch noch mal so ein Netz, genauso wie auf der anderen Seite. Und was ich cool finde, es sind auf der gegenüberliegenden Seite drei Abteilungen, auch für Fläschchen oder für Gläschen zum Beispiel, die was so eine
eine Thermobeschichtung haben. Finde ich mega praktisch und wie gesagt, der Platz ist halt gigantisch, den was da drinnen hast. Dann bleiben wir gleich im Thema Kinderwagen treu. Ich habe dann nämlich noch auf Amazon so einen Becherhalter gekauft. Und zwar ist es kein normaler Becherhalter. Der ist nämlich 2-in-1. Da hast du nämlich einen Becherhalter und gleichzeitig kannst du auch noch das Handy reingeben. Der würde jetzt so ausschauen. Da hat man dann mal die Vorrichtung für Becher, Fläschchen oder Flasche oder was man auch immer mitnehmen möchte an Getränk. Und da hinten hat man halt noch zusätzlich so einen Schlitz fürs Handy. So wird das dann ausschauen. Finde ich mega praktisch und der war echt nicht teuer. Ich glaube, der hat, wenn überhaupt, 10 Euro gekostet. Ich freue mich schon, den werde ich auch gleich morgen montieren. Ich habe jetzt nur das Video gebaut, das ich hier zeigen kann. Und das nächste Teil für den Kinderwagen, was ich vorher schon erwähnt habe, was leider nicht bei unserem dabei war, ist ein Regenschutz. Den habe ich auch vom Baby One gekauft. Das ist die Marke Bo oder Bu, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, BO auf alle Fälle. Und der ist für Babywanne als auch Sportsitz geeignet, steht drauf. Und der passt auch auf alle Kinderwagenmodelle. Und der war echt auch nicht teuer. Bei dem Einkauf habe ich auch ein paar Rabatte gekriegt, muss ich sagen. Aber der wäre auch ohne Rabatt nicht wirklich teuer. Der wird nicht ganz 10 Euro kosten. Und das nächste Teil für den Kinderwagen, das externe, was leider auch nicht dabei ist, aber es ist bei den meisten nicht dabei, nämlich ein Adapter fürs Maxi-Cosi. Da muss man halt auch schauen, dass das halt auch vom Kinderwagen und vom Maxi-Cosi-Modell her passt. Und der Adapter hat 27,90 gekostet. Und ich habe auch geschaut, ob es den gebraucht irgendwo gibt. Aber leider, der eine, der da war, war schon verkauft. Aber ja, 27,90 ist auch nicht so schlimm, wenn man sich denkt, wie oft man das dann wirklich braucht. Und zwar haben wir folgenden Maxi-Cosi. Ich blende jetzt wieder ein Foto ein, weil der natürlich noch unten im Keller ist und zu groß zum Herzeigen. Das ist der Pebble Pro Eye Size und zwar in der Farbe Essential Black. Den haben wir beim Baby Walz gekauft. Das war eigentlich das günstigere Angebot, was ich so gefunden habe. Passend dazu habe ich allerdings gebraucht eine Isofix-Station gekauft. Und zwar muss man halt auch aufpassen, dass die Isofix-Station auch zum Maxi-Cosi-Typen passt. Also falls ihr das nicht gewusst habt, das muss natürlich immer übereinstimmen, sonst geht das Maxi-Cosi nicht aufs Isofix drauf. Aber in meinem Fall habe ich Gott sei Dank ein günstiges gefunden eigentlich, weil ich habe dann im Endeffekt nur 80 Euro dafür zahlt. Gebraucht ist es halt natürlich, aber das ist mir egal, ob das ein paar Kratzer hat, wenn ich ehrlich bin. Und mir ist lieber 80 Euro als 130 Euro zum Zahlen. Anfangs habe ich mir überlegt, ob ich überhaupt eine Isofix-Station haben will oder ob ich es einfach mit dem Sicherheitsgurt anschnalle, das Maxi-Cosi. Aber dadurch, dass ich dann eben gebraucht eins gefunden habe in der Nähe, was jetzt auch nicht so sonderlich teuer war und mein Auto auch Isofix-fähig ist, sage ich jetzt einmal, habe ich mich dann doch dafür entschieden. Macht das schon irgendwie sehr themenübergreifend, weil jetzt bleiben wir beim Thema Auto. Ich habe da nämlich auch gleich so einen Autospiegel gekauft. Und zwar habe ich den von Amazon gekauft. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel der genau kostet hat. Ich verlinke es euch aber wie gesagt eh alles unten. Aber ich schätze mal, der hat so höchstens 10 Euro gekostet gehabt. Ich finde sowas einfach praktisch und der wird dann auch bald montiert. Ich lasse mich auch mein Auto komplett innen reinigen, bevor die Kleine halt da ist und dann kommt halt alles schon mal rein. Die Isofix-Station, der Spiegel. Dann habe ich jetzt wieder ein Teil, was etwas groß für die Kamera ist, aber egal, das kann man sich eh ungefähr vorstellen. Ein Stillkissen. Und zwar ist das von der Marke Terraline. Das wäre das Original. Ich habe da auch einen zweiten Bezug dafür gekauft. Den anderen habe ich jetzt allerdings gerade in der Wäsche, deswegen kann ich euch den nicht zeigen. Finde das auf alle Fälle sehr praktisch. Das hat Mikroperlen drin. Hat also nicht so eine wattierte Füllung, sondern eben diese kleinen Perlen. Deswegen ist es auch ein bisschen stabiler. Ich habe den Tipp nämlich von einer Freundin bekommen, die hatte genau das Gleiche und es ist echt mega angenehm. Also auch wenn man kein Baby hat, ist es wirklich beim Liegen sehr, sehr, sehr komfortabel. Bin mir auch nicht mehr ganz sicher, wie viel ich dafür zahlt gehabt habe. Das habe ich nämlich in Aktion gekauft beim Lutz. Genauso wie die Ersatzhülle. Weiß leider auch keine Preise mehr genau, aber wie schon dreimal erwähnt, glaube ich, alles unten in der Infobox nochmal verlinkt, sofern es die Sachen noch gibt. Wenn man auf Amazon eine Babywunschliste erstellt, kann man auch so gratis Sachen abstauben, sage ich jetzt einmal. Und das wäre zum Beispiel jenes. Das ist einfach so ein, ich weiß nicht, wie man professionell so sagt, ein Fläschchenständer. Keine Ahnung. Das ist eben von Mom. Und das war ein Dreierset. Eben dieser Fläschchenhalter, dann ein Fläschchen und da drinnen ist auch noch ein Schnuller. Dieser da. Mega süß einfach und sehr praktisch. Das hast du dann eben gratis dabei gehabt, wenn du halt einen bestimmten Code eingibst. Und ich habe nochmal einen Mom-Schnuller da. Ich weiß allerdings nicht mehr, woher der ist. Ja, das ist die Größe 0 bis 2 Monate auf alle Fälle. Der ist, glaube ich, gleiche Größe wie der, was da in der Fläschchen gerade drinnen war. Weil der schaut komplett gleich aus und hat nur ein anderes Maxal drauf. Aber jetzt frage ich mich echt, woher der dann ist. Keine Ahnung, das war wahrscheinlich in irgendeinem
Probepaket dabei, weil ich habe mich bei gefühlt 100.000 verschiedenen Babyseiten angemeldet, wo man dann so Geschenkpackungen bekommt. Vielleicht war es bei der DM Willkommensbox. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber wurscht. Ich habe auf jeden Fall dann noch einen. Dann habe ich ein Babyphone gekauft, auch über Amazon. Und zwar eins mit Kamera. Ich kann es jetzt auch mal kurz auspackt zeigen. Also die Kamera dafür würde so ausschauen. Die hat einen runden Fuß und die ist wirklich komplett schwenkbar. Also mega gut. Hat auch eine Nachtsichtfunktion und eine Vox-Funktion. Ich bin mir jetzt noch nicht hundertprozentig sicher, was es bedeutet, aber ich glaube, steinigt es mir nicht, wenn ich falsch bin, dass es da einfach der Bildschirm von Monitor nur dann einschaltet, wenn das Baby Geräusche macht. Aber wie gesagt, bin mir nicht sicher, ob es hundertprozentig stimmt. Und das wäre eben jener Bildschirm dazu. Funktioniert beides über Akku, aber man könnte es doch theoretisch dauernd anstecken. Dann was ich erst vor kurzem bestellt habe, weil ich eigentlich ziemlich lange nach einem passenden gesucht habe, und zwar einen Wäschekorb. Ich habe mich dann für so einen entschieden. Der ist aus Stoff und den kann man nämlich zumachen. Der ist aber recht neutral. Der hat nur so ein Pfeilmuster drauf und dann hat er noch zwei so Lederhenkel. Der ist auch von Amazon, war jetzt auch nicht so teuer und ich wollte halt einfach unbedingt so einen Stoffkorb, den man aber zumachen kann oder der einen Deckel hat. Ich hätte auch einen gefunden mit Deckel, aber dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist der Deckel total unpraktisch. Den, was halt dieser andere Korb gehabt hat, deswegen habe ich mich dann für diesen entschieden. Dann habe ich jetzt was ganz, ganz Wichtiges neben mir stehen, nämlich einen Windeleimer. Der ist auf jeden Fall von der Marke Chico. Das ist ein Windeleimer, der ganz normale Müllbeutel braucht. Es gibt ja auch einen, der so Kartuschen hat, habe am Anfang auch ehrlich gesagt überlegt, ob ich nicht so einen nehmen soll, weil mein Freund halt wirklich sehr geruchsempfindlich ist. Ja, habe mich aber dann doch dagegen entschieden, weil er auch gemeint hat, dass das eben unnötig ist und es ist ja wirklich unnötig und auch für die Umwelt nicht sehr förderlich. Also haben wir sich dann eben für den entschieden. Da passen bis zu 25 Windeln rein. Wir haben einen weißen genommen, da gibt es auch grau und ich glaube ein paar andere Farben auch noch, aber wir haben Bianco-Weiß genommen und da sieht man es eh ganz gut beschrieben. Man kann einhändig den benutzen, man wirft die Windel rein, klappt den Henkel um und dann ist drinnen. Eine Freundin hat nämlich einen ganz gleichen und die meint, der ist super dicht und sehr zufrieden damit. Dann noch ein Teil, was erst vor kurzem angekommen ist, weil ich nicht gewusst habe, was ich will, was ich zur Babyparty bekomme oder wie auch immer. Spät aber doch habe ich eine Wickelunterlage gekauft, die man auch nicht ins Bild kriegt, aber ich zeige es euch mal ganz kurz. Von den Farben passt die halt mega gut ins Kinderzimmer, weil wir eben vorwiegend so in die Rosé-Richtung gehen. Ein Spielzeugregal haben wir auch, wo eben das Türkis vorkommt. Deswegen habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eine gute Kombination aus beidem. Das Motiv ist natürlich auch mega süß. Und die Größe geht auch auf unseren Wickeltisch drauf, weil am Anfang habe ich geglaubt, das sind ganz normale Maße, was halt diese Auflagefläche hat. War dann aber nicht ganz normal. Also auf die Homepage darf man sich da nicht verlassen. Aber die passt jetzt sehr gut drauf. Sie ist minimal links und rechts ein bisschen zu breit, aber das ist überhaupt kein Problem. Also da kann man ohne weiteres damit arbeiten, sage ich jetzt. Und wieder eine perfekte Überleitung, Thema Wickelkommode. Wieder was ich jetzt nicht in die Kamera halten kann. Ich kann euch aber ein Foto von unserer Wickelkommode einblenden. Und zwar haben wir die von Vico, heißt die Marke, also V-I-C-C-O. Das ist die Oscar-Richtung. Da gibt es mehrere Varianten davon. Wir haben jetzt eigentlich die größere. Die hat mir nämlich von der Aufteilung ganz gut gefallen und die kann man auch nachher super als normale Kommode verwenden, was mir auch wichtig war. Und bestellt habe ich die aber nicht von Amazon. Würde es zwar auch geben, aber da hätten wir noch zusätzlich, glaube ich, 34 Euro Versand oder so zahlt. Und da war ich einfach zu geizig, deswegen habe ich es dann bei OK Living bestellt. Da war es billiger und man hat keinen Versand extra zahlen müssen. Und es war eben genau so eine Form von Wickelkommode, wie ich mir das halt vorgestellt habe. Ob das in der Realität auch so praktisch sein wird, das werde ich bald erfahren. Ich hoffe ja doch. Ich werde es wahrscheinlich noch ein paar Mal umräumen, weil eingeräumt habe ich es aktuell schon. Aber ich kann euch ja gerne mal, wenn sich alles eingependelt hat dann mit der Kleinen und ich da meine perfekte Ordnung drinnen habe, sage ich jetzt einmal, so eine Wickelkommodentour geben. Wenn ihr es wollt, und wenn euch das interessiert, zeigt mir das bitte mit einem Daumen nach oben, dass ich mich auskenne, dass ich das machen kann. Wieder ein Teil, was ich bei meinen Freundinnen gesehen habe und wo ich einfach nicht dran vorbeigehen quasi konnte. Beziehungsweise ich habe es eigentlich schon, bevor ich schwanger war, auf Amazon entdeckt und mal auch eine Wunschliste geben, weil es einfach so süß ist. Werden sicher viele von euch kennen und zwar von Fisher-Price, den Schlummerotter. Das war quasi die erste Spieluhr, was ich hier gekauft habe. Es ist einfach so süß, oder? Der hat mehrere Funktionen, also er spielt nicht nur Musik. Da hat man da hinten echt voll viel Auswahl. Wenn man auf den Bauch drauf drückt, kann der atmen, also der hat dann so Atembewegungen. Man kann einstellen, dass das Herz dann läuft.
beleuchtet. Man kann auch ausstellen, dass der Bauch sich bewegt, zum Beispiel wenn man nur Musik möchte. Bis aufs Licht habe ich, glaube ich, alles eingestellt. Dann kannst du da oben noch die Lautstärke regulieren. Also finde ich echt sehr, sehr super. Habe ich auch schon ausprobiert. Und ich freue mich schon, wenn die Kleine dann damit schlafen geht. Dann habe ich jetzt wieder was, was meine Freundinnen auch beide gehabt haben für ihr Baby. Ich habe es allerdings gebraucht gekauft. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht den Fachbegriff dafür. Ich verlinke es euch aber auch gern unten in der Infobox. Und zwar ist das so ein Schlafkissen, das Blähungen vorbeugt und das ist auch fürs Köpfchen da gut. Es ist halt dann so eine spezielle Form, dass der Hinterkopf auch nicht so flach wird. Das ist eben für die Beinchen zum Hochlagern. Ich habe das um 20 Euro, glaube ich, gebraucht gekauft. Ich glaube, neu kosten die mindestens doppelt so viel und ich hoffe, dass ihr das dann auch mag. Dann habe ich einen Tipp von einer Freundin bekommen, dass ich mir das anschauen sollte, weil da sehr viele Erstausstattungsdinge drinnen sind. Nämlich bei der Seite windeln.de habe ich so eine Willkommensbox, ich weiß nicht, wie die jetzt genau heißt, müsste ich hier nochmal nachschauen, im Wert von, ich glaube, 90 Euro oder so und kosten tut es irgendwie 35. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich verlinke euch das alles unten in der Infobox. Schaut es bitte nach. Wenn man die öffnet, schaut sie dann so aus. Ich habe mir die schon mal kurz angeschaut, aber ich zeige euch jetzt nochmal, welche Sachen da alle genau drinnen sind. Mit den langweiligsten fangen wir an. Da ist so ein Jutebeutel drinnen. Ein relativ großer, aber was eigentlich praktisch ist. Da kriegt man echt gut was für sein Geld, muss ich sagen. Deswegen kann ich das auch sehr empfehlen. Zum einen ist da eine Holzrassel drinnen. Die ist von der Marke Trixi. Finde ich sehr süß, obwohl ich eigentlich Holz relativ unhygienisch finde bei Babys, wenn ich da alles im Mund nehme. Aber wenn ab und zu ein Teil aus Holz dabei ist, ist es auch nicht schlimm. Dann wäre da eine Bodylotion von Bamboo Nature drinnen. Zwei verschiedene Schnuller wären auch noch drinnen von Bips. Einer ist aus Latex und einer ist aus Silikon. Und die sind beide Größe 1, also ganz für den Anfang. Kann man sich ausprobieren, was das Baby lieber hat. Und dann sind noch zwei Fläschchen mit dabei. Einmal eines von Nook und eines von Lansino, glaube ich, so spricht man es aus. Als nächstes wäre da so ein kleines Büchlein drin, das ist auch aus Holz. Das werde ich jetzt aber verschweißt lassen, weil das brauche ich ja noch nicht. Aber finde ich auch süß, ab 6 Monate steht drauf, ist das. Das wäre von der Marke Eichhorn. Dann eins der Teile, auf was ich mich mega freue und was ich urcool finde, dass es da dabei ist. Das ist eine kleine Spieluhr. Von der Marke hat eine Freundin auch eine Spieluhr, allerdings nicht die Eulenversion, sondern da gibt es noch einen Panda und weiß Gott was. Und ich habe mir gedacht, die ist sehr praktisch für unterwegs, für den Kinderwagen oder fürs Maxi-Cosi im Auto. Die ist von der Marke Tompi Tippi, glaube ich, dass man das so ausspricht. Und die ist auch über USB-Stick zum Laden, also die hat keine Batterien, was ich auch cool finde. Dann ist auch schon mal was für die Breitzeit drinnen. Und zwar von Milupa so ein Milchbrei. Vollkorn und Früchten. Das wird zwar noch ein bisschen dauern, bis den kriegt, aber ich finde es cool, dass sowas auch dabei ist und das ist definitiv auch eine Originalgröße und keine Probiergröße. Dann sind da so Probewindeln von der Marke Netti oder Natti. Die sind für 3 bis 6 Kilo, das sind 2 Stück drinnen. So Probepackungen finde ich immer ganz praktisch, obwohl man von 2 Windeln wahrscheinlich auch nicht wirklich was daraus schließen kann. Dann wäre von der Marke Nook Stilleinlagen noch drinnen. Als nächstes habe ich da so Babyfeuchttücher von Happy. So Bella Baby Happy heißen die, glaube ich, ganz genau. Und zwar sind das Sensitive. Sind super für die Wickel. Tasche so kleine. Also da hat man dann wirklich schon mal vorgesorgt, wenn man so eine Box kauft. Ich bereue es auf alle Fälle überhaupt nicht. Dann habe ich jetzt wieder Feuchttücher, allerdings eine bisschen größere Packung mit 48 Stück drin von der Firma Huggies. Könnte man ohne weiteres auch, glaube ich, in der Wickeltasche geben, weil die sind jetzt nicht so dick. Dann hat man zweimal so eine Wickelunterlage, eine mobile, sage ich jetzt einmal, in 2 verschiedenen Größen. Einmal 60x60 cm. Und einmal in 90x60 cm. Finde ich jetzt auch nicht schlecht, da ist jeweils 1 Stück drinnen. Kann man auf alle Fälle auch immer brauchen. Spreche aus Erfahrung von meinen Freundinnen. Das einzige Produkt da drinnen, wo ich jetzt nicht wirklich weiß, was ich damit anfangen soll, ist das da. Ich habe nämlich am Anfang geglaubt, das sind Spucktücher. Aber das sind, ja, mehr oder weniger Waschlappen. Da sind 10 Stück drinnen. Zu guter Letzt habe ich dann noch einmal so Feuchttücher. Dieses Mal von Lunette, glaube ich, spricht man es aus. Da sind 50 Stück drinnen und ich glaube, Feuchttücher kann man einfach nicht genug haben. Und da hat man wenigstens eine große Auswahl, wenn da so viele verschiedene Marken drin sind. Die letzten Sachen, was drin sind, sind eigentlich uninteressant. Das ist nur so ein Schnullerhandbuch von Bips. Und von Eichhorn ist das auch so eine kleine Broschüre. Und da hat man dann noch einen Umschlag mit einem Kugelschreiber aus
Papier, glaube ich, ist der. Ein Rezept für Pancakes und ein Babybrei und so weiter. Das finde ich jetzt nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Dann so ein bisschen Werbung und Rabatte von den diversen Marken, was man eben auch in der Box drinnen gehabt hat. Und so ein Notizblock ist auch noch dabei. Die sonstige Kinderzimmerausstattung wäre dann einfach noch logischerweise ein Babybett. Da kann ich euch die Marke nicht sagen. Das haben wir nämlich von einer Freundin geschenkt bekommen. Genauso wie die Matratze dazu, den Himmel und dann noch so eine Bettumrandung. Deswegen von dem kann ich euch leider gar nichts sagen. Aber was ich euch sagen kann, ist das Spielzeugregal, was ich vorher schon kurz erwähnt habe. Das habe ich mal vom Hofer gekauft letztes Jahr. Das hat 25 Euro damals gekostet, also echt nicht viel. Und da blende ich euch auch wieder ein Foto ein, weil das kann ich wieder nicht vor die Kamera halten. Genauso wenig wie unser Beistellbett. Das wird erst aufgebaut, wenn ich im Krankenhaus bin. Deswegen kann ich euch da jetzt kein Foto davon zeigen. Ich kann auch nur einblenden, wie es ungefähr ausschaut. Also so einen Typ von dem Beistellbett eben. Das habe ich auch gebraucht gekauft. Und das Beistellbett habe ich auf alle Fälle um 60 Euro kriegt, was ich auch überhaupt nicht schlimm finde, weil neu kosten die alle sicher ist Doppelte und ich denke mal, wer weiß, liegt es dann lang drin und ja, deswegen haben wir gedacht, lieber gebraucht. Und das letzte Teil, was zu groß ist, um es euch in live zu zeigen, was auch eigentlich noch nicht zusammengebaut ist, ist ein Hochstuhl und zwar haben wir den von Hawk und zwar ist es der Beta Plus Bonzer. Das ist nicht nur der normale Hochstuhl, sondern es ist eben auch diese Wippe, der Bonzer quasi dabei und noch zusätzlich auf dieser Wippe bzw. dem Bonzer, wie man halt auch immer sagen möchte, ist noch einmal so ein Arm mit Mobile. Also das wollte ich unbedingt so, weil das hat eine Freundin von mir auch und das finde ich eigentlich super, dass der so ein Mobile dabei hat. Und zwar habe ich das Set vom Lutz gekauft, das war in Aktion. Das ist immer wieder in Aktion, also da müsst ihr wirklich abwarten, weil sonst ist echt schweineteuer. Da ist nämlich auch ein schmales Tischerl, ein breites Tischerl dabei, es sind Bölster dabei dann zum Reinsetzen eben. Der Bonzer zusätzlich mit diesem mobile Arm, der Stuhl selbst und ich weiß nicht, ob noch irgendwas. Also es zahlt sich echt aus, wenn man da immer wieder mal reinschaut, ob es Aktionen gibt. Den Bonzer kann man eben auf dem Hochstuhl befestigen und das stelle ich mir ziemlich praktisch vor. Und ich denke mal, der wird auch oft und relativ früh schon zum Einsatz kommen. Ich freue mich schon, wenn es dann das erste Mal da drin liegt. Ja, das war jetzt schon alles von der Erst- und Grundausstattung und Zubehör, was ich so jetzt im Kopf habe. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Kann natürlich passieren, dass ich was vergessen habe, ist ja nicht so untypisch. Falls ja, werde ich das auf jeden Fall in die Kommentare unten hinschreiben und anpinnen. Ich habe auch sehr viele Sachen, was auch zur Erstausstattung gehören würden, bei der Babyparty bekommen. Das Video verlinke ich euch gerne unten in der Infobox, beziehungsweise kommt das jetzt eh gleich in der Endcard auch nochmal, weil das ist das Video, was vor dem online kommen ist. Deswegen habe ich die Sachen jetzt nicht nochmal herzeigt, weil das macht für mich keinen Sinn. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben da lasst und wenn ihr meinen Kanal abonniert, das würde mich natürlich noch mehr freuen. Wenn ihr Erfahrung mit irgendwelchen Sachen, was ich euch jetzt gezeigt habe, habt, schreibt es mir in die Kommentare, egal ob negativ oder positiv. Ansonsten war es von mir. Ich hoffe, wir sehen uns auch nächste Woche beim neuen Video wieder und bis dahin, tschüss!